Sicher weißt du, wie du im Internet am schnellsten einen ganz bestimmten Liedtext findest. Genau. Du gibst den Titel plus Lyrics in die Suchmaschine ein. Was aber nützt dir das für eine Gedichtinterpretation? Lyrics ist der Text eines Liedes und Lyrik beschreibt eine Textgattung, nämlich Gedichte, die ursprünglich zum Spiel der Lyra vorgetragen wurden. Hast du dich schon mal gefragt, was der Text eines Liedes eigentlich bedeutet? Manche davon sind wirklich kaum zu verstehen. Nicht etwa, weil der Sänger nuschelt, sondern weil die Worte für dich einfach keinen Sinn ergeben. Genauso kann es dir gehen, wenn du ein Gedicht vor dir hast. Du verstehst die einzelnen Wörter, aber ihre Bedeutung ist dir völlig unklar. Der Grund dafür ist, dass die Bedeutung über die lexikalische, also die wörtliche Ebene hinausgeht. Häufig werden in Gedichten sowie auch in Liedern emotionale Themen verarbeitet und dargestellt. Du kannst dir vorstellen, dass das zu Komplikationen in der Interpretation führt. Willst du die Aussage eines Liedes verstehen, hörst du es dir an. Um dich durch Musikstil, Instrumente und Melodieverlauf einzufühlen. Genauso hilft es dir, sprachliche Bilder, Reimschemata, Versmaße und Sprachmelodie in deinem Gedicht zu betrachten. Denn auch Gedichte sind dazu gedacht, vorgetragen, also gehört zu werden. Um die tiefere Bedeutungsebene zu erschließen, verbindest du die Analyse formaler Merkmale mit den inhaltlichen Aussagen der Verse und Strophen. Wie kannst du dabei am besten vorgehen? Eine Gedichtinterpretation besteht wie jeder Aufsatz aus Einleitung, Hauptteil und Schluss. Ziel der Einleitung ist es, den Leser in das Thema einzuführen und zur kommenden Interpretation hinzuführen. Bevor du die Einleitung schreiben kannst, ist ein wenig Vorarbeit notwendig. So wie du ein Lied mehrmals hören musst, um es zu erfassen, solltest du dein Gedicht mehrfach lesen. Dabei machst du dir Notizen, in denen du deine ersten Eindrücke, Ideen, Fragen und Beobachtungen festhältst. Du erfasst die Stimmung, den Inhalt, vielleicht sogar schon einige Besonderheiten und formale Merkmale. Auch wenn es ungewohnt ist, solltest du das Gedicht mindestens einmal laut lesen, um auch den Klang zu erfassen. Für unser Beispiel nehme ich dir die Arbeit ab und lese dir das Gedicht Weltende von Jakob von Hoddes vor. Es wurde 1911 erstmals veröffentlicht. Weltende. Dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut. In allen Lüften. Halt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei. Und an den Küsten, liest man, steigt die Flut. Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen. An Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Die Eisenbahnen fallen von den Brücken. Was fällt dir bei diesem Gedicht zuerst auf? Wie mir der Titel? Dabei denkst du vielleicht an apokalyptische Szenen. Man erwartet Angst und Aufregung. In mehrerer Hinsicht entsprach das Gedicht dann gar nicht diesem Bild. Die Form ist nicht chaotisch, sondern sehr klar, zwei Strophen mit jeweils vier Versen. Auch Reimschema und Versmaß sind klar definiert. Es werden sehr banale Dinge wie Schnupfen neben tragischen wie herabstürzenden Eisenbahnen genannt. Scheinbar ohne jeglichen Zusammenhang. Die Sprache ist sehr einfach. Die durch Satzzeichen markierten Sätze weisen parataktischen Satzbau auf. Selbstständige Sätze sind also aneinandergereiht. Es werden erschütternde Dinge beschrieben, ohne dass es eine sichtbare emotionale Betroffenheit gibt. Mit liest man wird diese Unpersönlichkeit besonders hervorgehoben. Auffällig sind auch der unerklärliche spitze Kopf der Bürger, der zweite Vers und der Zeilensprung von Vers 5 zu 6. Mir erscheint nur der zweite Vers im Gedicht wirklich bedrohlich. Und dir? Hast du bemerkt, was ich gemacht habe? Genau, ich habe den Text genau gelesen und bearbeitet. So solltest du es auch machen. Halte alles fest, was dir in den Sinn kommt. Wenn deine Aufgabenstellung dir konkrete Untersuchungshinweise gibt, behalte diese gleich im Blick. Das alles wird dir später im Hauptteil eine Menge Arbeit erleichtern. Jetzt hast du die besten Voraussetzungen, um deine Einleitung zu schreiben. Diese sollte nicht länger als zwei bis drei Sätze sein. Darin nennst du Autor und Titel. Entstehungszeit und unter Umständen die Form des Gedichtes. Du kannst auch einen Hinweis auf die literarische Epoche, in der das Gedicht entstanden ist, geben. Außerdem machst du eine kurze Inhaltsangabe sowie eine erste Deutungshypothese, also eine Vermutung darüber, was das Gedicht sagen soll. Diese wirst du im weiteren Verlauf deiner Interpretation bestätigen oder widerlegen. Für unser Beispiel könnte ein Einleitungssatz so aussehen. Das Gedicht Weltende von Jakob van Hoddes aus dem Jahre 1911 beschreibt eine durch verschiedene Ereignisse erschütterte und sich bedrohlich wandelnde Welt. Die knappe Darstellung von Katastrophen, Krankheiten und Tod zeigt die für den beginnenden Expressionismus typische Verunsicherung des Individuums in einer undurchschaubaren Welt, von der es sich mehr und mehr entfremdet. So, die Vorbereitung der Analyse und die Einleitung sind geschafft. Jetzt kannst du loslegen und dich an das Verfassen der Einleitung eines anderen Gedichtes wagen. Wenn dir Gedichte zum Üben fehlen, kannst du ausnahmsweise mal nach Lyrik statt nach Löwex suchen.